Arbi Lame hat sie dank seiner Popularität bei TikTok bekommen, eine italienische Staatsbürgerschaft. Aber die echte Staatsbürgerschaft, wie für diejenigen, die in Italien geboren wurden oder seit ihrer Kindheit dort leben, bleibt eine Fata Morgana. Trotz Versprechungen gibt es immer noch keine Gesetzesänderungen. Stattdessen ist jetzt erst einmal Wahlkampf. Zu den wenigen, die darüber sprechen, gehört Marilena Delli Umosa. Jede Woche auf Radio Radikale zusammen mit Andrea Bilau. Wir haben die ehemalige Integrationsministerin Cécile Kyenge interviewt. Sie war der erste Gast, gefolgt von Stella Gian, einer außergewöhnlichen italienisch-haitianischen Modedesignerin, die auch auf der Mailänder Modewoche vertreten sein wird. Wir hatten die erste afroabstammende Malerin, Vegetti, zu Gast. Und dann hatten wir auch noch Igiaba Skego, eine sehr prominente Autorin. Und Schauspieler, Musiker, Sportler, Bürger ohne Staatsbürgerschaft, aber ebenfalls herausragend in ihren Bereichen. In Italien muss man sich um jeden Preis auszeichnen, um die Staatsbürgerschaft zu verdienen. Die Staatsbürgerschaft ist ein Recht, deshalb ist es absurd, dass das derzeitige Staatsbürgerschaftsgesetz Ius Sanguinis auf der Reinheit des Blutes beruht. Wegen dieses Gesetzes werden fast 1 Million junger Menschen diskriminiert. Einer der Neuitaliener ist Ibrahim. Er wurde in Burkina Faso geboren und seine Pizza gehört zu den 50 Besten der Welt. Doch auch für ihn war der Weg steinig. Am Anfang wollten die Leute nicht reinkommen. Sie gingen am Laden vorbei, wenn sie sahen, dass ich hier arbeitete. Ich habe dann 2 weiße Mitarbeiter eingestellt und war zu den Stoßzeiten absichtlich nicht da. Das war ein unglaublicher Umschwung. Es war voll. Die Leute standen sogar Schlange vor der Tür. Während Ibrahim auf das Staatsbürgerschaftsgesetz wartet, hilft er dabei, die vielen Vorurteile auszuräumen. Italiener zu sein bedeutet nicht unbedingt, weiß zu sein. Man kann schwarz und italienisch sein. Ich bin schwarz, aber ich fühle mich italienisch.